Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial. Und zwar schauen wir uns heute in dieser Episode den Lava Heat Exchanger an. Der ist nämlich auch neu in EnderIO 1.12. Ich habe da auch schon mal eine Kleinigkeit dort aufgebaut. Und zunächst einmal gucken wir uns auf jeden Fall mal an, wie er denn gecraftet wird. Das bedeutet, wir brauchen den Lava Heat Exchanger. Das bedeutet, wir brauchen Nethercotta. Wir brauchen einen Fluid Tank und Industrial Machine Chases. Nethercotta erhalten wir aus Nether Bricks, Nether Wards und Clay im Alloy Smelter. Zumindest so viel erstmal dazu zum Crafting Rezept. Dann habe ich ja schon mal verschiedene Sachen aufgebaut, erläutere ich allerdings gleich nochmal, was ich damit genau meine. Und zwar setzen wir erstmal unseren Lava Heat Exchanger und gehen erstmal ins Interface rein. Und wir benötigen als erstes erstmal einen Basic Capacitor als Energiemittel, damit er überhaupt funktioniert. Dann brauchen wir Lava. Das heißt, ich gebe da jetzt mal das rein, was er an Lava fassen kann, nämlich 4000 Millibuckets. Und dann legt er nämlich auch schon los. Und hat jetzt hier eine Produktion von 19 Strom per Tick. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einmal plus 19 in unserer Capacitor Bank und unsere Capacitor Bank geht auf jeden Fall nach oben. Allerdings, und jetzt kommt der Clou dazu, ist es so, dass wir einmal eine Gradzahl haben und auch eine gewisse Effizienz. Desto höher die Gradzahl ist, desto niedriger ist die Effizienz. Und das sehen wir an dem hier. Der hat nämlich jetzt eine ganz, ganz niedrige Effizienz. Das heißt, wir werden das mal so machen, dass wir den hier nochmal befüllen. Der läuft nämlich jetzt hier schon seit circa einer halben bis dreiviertel Stunde. Läuft der nämlich jetzt hier schon. Der wurde auch schon mal mit 4000 Millibuckets ausgestattet. Und hat jetzt nur noch eine Effizienz von 5%. Ganz einfach. Ne? Also von 28%. Und es werden nur noch 5 an Strom halt ganz einfach produziert. Das heißt, wir haben hier unsere Capacitor Bank, die, was jetzt eine halbe Stunde schon läuft, ungefähr, hat gerade mal 500.000 Strom produziert. Das ist auf jeden Fall relativ wenig von der Sache her. Und ihr seht, beide Maschinen werfen relativ viel um sich halt. Ne? So, dann habe ich hier hinten mal eine Kleinigkeit aufgebaut. Und zwar habe ich einmal, der läuft jetzt hier circa 10 Minuten, kann man so sagen. Und ihr seht, der ist jetzt einfach ungebremst, der ist jetzt hier schon auf 282 Grad auf jeden Fall. Und ich habe hier nochmal einen aufgebaut, der wird auf jeden Fall gut gekühlt, muss man sagen halt. Ne? Also beide Lava Heat Exchanger wurden zur selben Zeit aufgebaut und mit Lava ganz einfach bestückt. Und wir sehen hier einmal eine Hitze von ca. 290 Grad. Und wir sehen hier eine Hitze von 167 Grad. Was habe ich gemacht? Ich habe hier drumherum gesetzt, habe ich sogenanntes, wie hieß es jetzt nochmal? Wollen wir mal gucken hier, zack. Vapor of Leviathy Bucket. Kann man jetzt hier einfach im Grunde genommen ransetzen. Und dieses Vapor of Leviathy ist ein Kühlmittel. Das erzeugt auch diesen Schnee drumherum. Ist allerdings sehr, sehr aufwendig auf jeden Fall herzustellen. Ich denke auch, das andere Kühlmittel funktionieren sollen bei dem Lava Heat Exchanger. Wo ihr seht auf jeden Fall, die Stromproduktion ist trotzdem relativ gering. Es sind halt am Ende nur 270.000. Gut, klar, auch der Lava-Einsatz ist jetzt natürlich nicht so besonders viel, was wir da bisher reingegeben haben. Also wir haben jetzt bisher 1500 Millibuckets aufgewendet, um halt natürlich 250.000 an Energie halt ganz einfach zu erhalten. Und müsst ihr aufpassen, hier geht es nämlich ganz weit nach oben durch dieses Vapor. Leviathy. Und das bedeutet, ganz einfach, dass Kühlung funktioniert auf jeden Fall. Ich kann euch allerdings jetzt nicht sagen, bis zu welchem Zeitpunkt halt ganz einfach die Kühlung funktioniert. Weil wir sehen ja jetzt hier schon, er ist jetzt hier halt auf jeden Fall schon rot. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn der hier oben ganz, ganz rot ist. Ob der dann explodiert oder ob der dann gar nicht mehr funktioniert. Falls ich da nochmal irgendwie eine Erkenntnis bekommen sollte, schneide ich das auf jeden Fall dann vielleicht gegebenenfalls gleich nochmal an das Video mit ran. Ansonsten war es das von diesem Tutorial. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, und ich habe euch ja gesagt, ich gebe euch auf jeden Fall nochmal ein kleines Update an der Stelle. Und zwar ist es nämlich jetzt so, der Lava Heat Exchanger, der ist jetzt im roten Bereich. Und ihr seht, das passiert nämlich damit. Das ist eine
unkontrollierte Hitze, das heißt, es entstehen Flammen drumherum und das ist auf jeden Fall nicht das, was wir uns wünschen. Das bedeutet, wir müssen definitiv die Maschine kühlen, sonst funktioniert das Ganze halt auf jeden Fall nicht. Oder zumindest halt irgendwie zeitgesteuert ganz einfach einen Lava-Einsatz ganz einfach machen, dass wir halt sagen, okay, gut, der produziert jetzt eine Stunde lang, produziert er Lava oder beziehungsweise produziert mit der Lava und setzen dann irgendwie die Lava halt erstmal aus, damit er erstmal runterkühlen kann. Weil ihr seht, das ist nicht das, was wir ganz gerne haben wollen. Ne? Er brennt und brennt und brennt. Das soll auf jeden Fall so nicht sein.